Hi. ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, was euer Motiv war, das erste Mal euch mit Unternehmertum auseinanderzusetzen oder vielleicht sogar euer Motiv, den ersten Schritt ins Unternehmertum zu wagen. Für mich persönlich war es ganz klar, ohne Frage, der Wunsch nach Freiheit. Deswegen ist es eigentlich gar nicht verwunderlich, dass meine Reise ins Unternehmertum genau hier beginnt, auf meiner Weltreise. 2011 habe ich in Neuseeland gelebt und gerade in einem Ski-Resort gearbeitet, als mir eine Idee über den Weg lief, die mein komplettes Leben über einen Haufen umkrempeln sollte. Und zwar handelt es sich bei der Idee um das Konzept des Lifestyle-Designs. Einige werden es schon gehört haben. Im Grunde sagt es nichts anderes, als dass ich mich zuallererst fragen sollte, was möchte ich denn eigentlich mit meinem Leben anfangen? Was möchte ich sehen, tun, erleben, um am Ende meiner Tage sagen zu können, dass ich wirklich wahrhaftig erfüllt gelebt habe? Und erst wenn das klar ist, mache ich mir Gedanken, wie kann ich da eigentlich drumherum noch Arbeit basteln, um das ganze Leben zu finanzieren? Das war für mich, das mag lustig klingen, aber für mich war es in dem Moment ein revolutionärer neuer Gedankengang. Denn es sollte auf einmal eine Lösung für all meine Probleme darstellen. Mein Hauptgrund, warum ich überhaupt auf Weltreise gegangen bin, war nämlich, dass ich von der Arbeitswelt flüchten wollte. Ich hatte so eine Angst, mich und meine Vorstellung, wie ich mein Leben möchte, in dieser drohenden Berufswelt zu verlieren. Und auf einmal, dieser neue Gedankengang bot mir ein Bild von einer Zukunft, wo keine Wünsche offen blieben. Jetzt war sozusagen nur noch, in Anführungsstrichen, das hinzubekommen, diese Arbeit so flexibel zu gestalten. Aber gleichzeitig war mein großer Traum geboren. Ich habe mir vorgenommen, ich werde einen Weg finden, wie ich ein orts- und zeitunabhängiges Einkommen kreieren werde. Das war die Lösung. Also ihr merkt schon, mein Motiv, ins Unternehmertum zu kommen, war einzig und allein nur, weil ich meinen Wunsch nach Freiheit verwirklichen wollte. Ich hatte null Erfahrung in der Gründerszene. Ich hatte ehrlich gesagt nicht mal eine Idee, was ich eigentlich gründen will. Und wenn ich noch ehrlicher sein soll, dann war mir das auch scheißegal, was es ist, solange wie es mir hilft, meinem Traum näher zu kommen. Ja, wie geht's weiter? Ja, ich war auf jeden Fall sehr, sehr committed und überzeugt, dass ich das schaffen werde und war bereit dafür eine Menge zu tun. Der erste Schritt war, dass ich die Weltreise abbrach. Es war nicht leicht, aber ich kehrte in die Heimat zurück. Und die nächsten Jahre, oh, ich habe zu lange nicht geklickt. Ja, das war der Traum des Orts- und Zeitunabhängigen Lebens. Und die nächsten Jahre, ja, dieses Bild beschreibt es eigentlich am besten. Die nächsten Jahre waren im Grunde von zwei Dingen geprägt. Es war eine unglaubliche Zeit des Lernens und eine unglaubliche Zeit des Strauchelns. Es war so spannend, endlich in diese Unternehmenswelt einzutauchen, in die Startup-Szene, ob es jetzt war, indem ich zu jeglichem erdenklichen Smile-Seminar und Workshop gerannt bin, um alles darüber theoretisch zu lernen, Bücher in mich aufzusaugen, die mir was über Lean Startup erzählen oder Business Model Canvas, ein Praktikum bei einer Gründerberatung für ein halbes Jahr zu machen, bei anderen Unternehmensgründungsprojekten anzuheuern, um praktische Erfahrungen zu sammeln, Startup-Weekend-Teilnahmen zu machen. Das war unglaublich toll. Ich habe noch nie in meinem Leben erlebt, dass ich Wissen wie so ein Schwamm aufsog. Und gleichzeitig war es aber extrem frustrierend, weil ich hatte null Kohle. Ich war eine Zeit lang über ein Jahr Hartz-IV-Empfänger offiziell. Habe die ganze Zeit mehr als Vollzeit all die Energie und Zeit in diese Projekte reingesteckt, die keinen Cent abgeworfen haben. Und das sah auch nicht so aus, als wenn es unbedingt demnächst besser werden könnte. Jeder normale Mensch, inklusive meinen Eltern, meiner Freundin, allen Bekannten, haben gedacht, oder denke ich, werden gedacht haben, dass das verrückt ist. Aber jetzt sitzen wir hier gerade alle zusammen und hier sind jede Menge Unternehmer dabei. Und ich denke mal, ihr werdet gerade denken, ja, macht Sinn. Es ist ein Investment in einen Traum und es ist es wert, nicht gleich alles zu haben, was wir uns wünschen, haben zu wollen. Spulen wir das Ganze mal vor. Über 2,5 Jahre später und 4 Gründungsideen später bin ich genau an diesem Punkt. Das war ein stinknormaler Dienstagmorgen im Februar 2014. Und ich musste nicht in irgendein scheiß Büro scheißern, sondern ich konnte genau das machen, was mir in dem Moment am allerwichtigsten war.
nämlich bei geilem Wind zum Kossi zu fahren, um zu kiten. Und ich war der Einzige da und es war halt ein großartiges Gefühl. Und da habe ich so gemerkt, ich habe es geschafft, denn die letzten 5 Jahre hatte ich, die letzten 5 Monate hatte ich einer Freundin dabei geholfen, ihre eigene Unternehmensberatung hochzuziehen und endlich war der Punkt gekommen, dass mein Traum wahr werden sollte. Ich hatte ein Einkommen, das war schon mal gut, und ich habe es geschafft, die Arbeit an dem Ort und zu der Zeit zu machen, die mir beliebte. Jetzt wollte ich natürlich das Ganze möglichst testen. Und was liegt da näher, als von dem Ort zu arbeiten, den man abgöttisch liebt? Ich weiß nicht, was das für euch ist. Bei mir ist es der Schwielochsee in Brandenburg. Da habe ich einen Wohnwagen und ich entschied mich im April 2014, das Ganze zu testen und für eine Woche von dort zu arbeiten. Sonne im Gesicht, das Wasser vor der Nase, Natur pur, das konnte einfach nur großartig werden. Und dann, jetzt kommt es, warum wir das Fuck-Up-Nights nennen, kam der ernüchternde Teil von der ganzen Wanderung. Es war beschissen. Es war beschissen deswegen, weil ich erst jetzt, umgeben von all dieser Schönheit und dem, was mir am Herzen lag, bemerkte, dass ich trotz der Freiheit, die ich mir erarbeitet hatte, 40 Stunden die Woche an einem Bildschirm gefesselt war, wegen einer Arbeit, die mir nicht wirklich am Herzen lag. Und ich weiß noch, wie diese 8 Stunden am Tag, ich konnte mir die ja aussuchen, wann, aber die haben sich gezogen wie Kaugummi. Und ich habe die ganze Zeit immer nur gedacht, fuck, Alter. 2,5 Jahre harte Arbeit, umsonst. Das war in dem Moment ein mega Fuck-up. Es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile kann ich sagen, dass es mir ganz viel beigebracht hat. Und ein großes Learning, eine große Erkenntnis für mich war, was vorher undenkbar war, dass Arbeit und Erfüllung für mich Hand in Hand gehen. Und das war vorher einfach niemals denkbar. Und diese Erkenntnis habe ich im letzten Jahr an mein erstes eigenes Unternehmen verarbeitet. Das Unternehmen heißt One Life Baby, One Life. Und ich helfe jungen Menschen aus meiner Generation, eine Arbeit zu finden und zu tun, die sie lieben, damit sie nicht den Großteil ihrer Zeit damit verbringen müssen, Dinge zu tun, die ihnen eigentlich gar nichts bedeuten. Dann gibt es noch eine zweite Erkenntnis für mich, die alle Lebensbereiche von mir umfasst. Und die lautet, dass meine Träume schlussendlich nichts anderes waren als reine Hypothesen. Ich hatte all diese wunderschönen, kunterbunten Ideen davon in meinem Kopf, wie es sein würde, wenn ich endlich da bin, wo ich hin möchte. Und die Realität sah am Ende ganz anders aus. Und es war auch wertvoll, das rauszufinden, aber was wären, wenn ich 20 Jahre dafür gebraucht hätte? Ich meine, wir alle haben eine beschränkte Lebenszeit. Und deswegen denke ich, sollte es oberste Priorität sein, unsere Annahmen zu validieren. Denn wir können nicht wirklich sicher sein, was uns am Ende glücklicher macht oder glücklich macht, solange wir es nicht ausprobiert haben. Das ist auch das, was ich euch gerne heute mitgeben wollen würde. Ich möchte, dass ihr euch selbst hinterfragt. Warum tut ihr gerade, was ihr tut? Warum wolltet ihr dieses Unternehmen gründen? Was war euer ursprüngliches Motiv? War es vielleicht Geld? Anerkennung? Vielleicht wollt ihr einen Impact haben in der Welt, einen Einfluss, Fußabdruck hinterlassen? Oder vielleicht so wie bei mir, die Freiheit? Könnt ihr euch wirklich sicher sein, dass wenn ihr das in euer Leben geholt habt, dass es euch dann besser geht? Und wenn ja, gibt es einen Weg, wie ihr das vielleicht schneller überprüfen könnt? Für mich hat sich in meinem Leben seitdem eine Menge geändert. Ich sehe mein gesamtes Leben eigentlich wie ein einziges großes Experiment. Ich hinterfrage viel mehr, ich teste und probiere. Und dieses Bild ist am 1. Mai entstanden und da hat mein bisher größtes Lifestyle-Experiment gestartet. Ich bin wieder an den See, diesmal aber für 6 Monate. Und mit einer Arbeit, die ich vom Herzen gerne tue. Und ich weiß nicht, ob ich mich besser fühlen werde, aber ich werde es rausfinden. Danke.